In Tirol im Zillertal, gell? Landesschulinspektor, da geht eine in der Schule 1C, sagt er zum kleinen Harry, sagt der Lehrer, gehen Sie raus. Harry, um einer Frage: Wer hat Karthago zerstört, pur und wann? Den reißt er komplett nieder, sagt der Herr Schulinspektor, ich sag's Ihnen gleich, was ist, bin heute zwei Stunden spät gekommen. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Sagt er, also, ist der Tiertrottel oder was? Geh raus zum Lehrer. Sagt er zum Lehrer, ihr Lehrer, haben Sie lauter Deppen in der Schule. Ich habe ganz eine normale Frage gestellt, den kleinen Harry. Wer hat Karthago zerstört? Wann, sagt mir der Rotzbart drauf. Erst war schon spät gekommen, er weiß nicht. Sagt er zu ihm, kennt die Eltern ganz gut. Das ist eine super Familie. Legt die rechte Hand ins Feuer, der Bub war sicher nicht. Der ist komplett schockiert, gell? Brennt auf zum Direktor, sagt er, ich weiß, wo ich da bin. Bei dem Wappel oder was. Die eine in die 1C fragt den Harry, den Kleinen, wer hat Karthago zerstört? Wann, sagt mir der Rotzbart drauf. Erst war schon zweck, er war es nicht. Der Lehrer will die rechte Hand ins Feuer legen und sagt, der kennt die Eltern gut, der war es auch nicht. Was sagen Sie? Springt sofort auf, greift hintere und sagt, wenn es nicht so viel ausmacht, so ist gleich aus der Portugal. Sagt er, was ist denn mit der Schule? Ich meine, das Tirol ist eine Katastrophe. Na, oben zum Oberlandesschulrat geht rein und sagt, Herrn Zillertalp, ich bin noch immer schockiert. Geh rein in die 1C, frag den kleinen Harry, wer hat Karthago zerstört? Wann, sagt mir der Rotzbart drauf, frecher, weiß, war schon spät gekommen, er war es nicht. Frag den Lehrer, geht die Eltern gut, legt die rechte Hand ins Feuer, der Bub war sicher nicht. Das ist unfassbar, geht zum Direktor raus. Sagt mir der, wenn sie so viel ausmacht, da ist gleich der Portokasse. Was sagen Sie? Ich bin ganz fertig. Ja, kramt ein bisschen im Bord. Sagt der, wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, es war der Direktor, wenn er es gleich zahlen will. Ist ja naheliegend.